ein gern genutztes Instrument für Wanderer und für Zimmerleute, die auf Wanderschaft gehen. Die suchen gerne sich einen solchen Zweig oder einen solchen Ast aus und den bezeichnet man dann als Stenz. Und dieser Stenz wächst also in Wäldern, also das Buchenholz, das wächst also in Wäldern, der sehr kalkhaltig ist. Und in diesem kalkhaltigen Boden kommt also auch das Geißblatt vor. Das Geißblatt zwingt den Baum, sich so zu verhalten, so nach oben zu wachsen und wirkt diesen Baum im Prinzip ab. Es ist also eine Schmarotzerpflanze und dadurch entstehen diese Formen. Aber die Pflanze kann sich wieder befreien und wächst dann gerade weiter nach oben, so dass man das auch so deutlich darstellen kann. Es gibt also noch extremere Auswirkungen davon, das wird dann gerne gesammelt. Ja, es ist also wie gesagt also eine schöne Metapher, um darzustellen, wie man doch einen Großteil seines Lebens unter einer Geißel im Prinzip wirkt und leben muss. Und trotzdem kann man nach oben streben, geradeaus wieder weitermachen und zur Sonne streben. Diese Geißel ist irgendwann beendet. Dann wächst man geradeaus weiter. Und diese Lederschnur symbolisiert eigentlich, dass man sich nie ganz lösen kann von diesen Problemen. Sie werden uns immer begleiten, bis zum Schluss. Aber sie sind nicht mehr dominant. Sie liegen nur noch außen auf, diese Problemfelder. Und man kann sie besser besiegen. Ich kann mich zu jeder Zeit davon lösen. Und das soll das symbolisieren. Das sind zwei Hälften eines Lebens. Gegeißelt zu werden, der Begriff Geißel oder Geißel, denke mal, ist wahrscheinlich davon abzuleiten, von diesem Geißblatt. Denn dieser Baum wächst eigentlich gesund auf und trotzdem wird er gezwungen, er wird gewürgt, er wird gepresst in ein Verhalten hinein, das ihm eigentlich nicht immanent ist. Und trotzdem strebt er nach oben, nach außen und möchte weitermachen. Und das wird ja so deutlich, so krass, dass man einfach nur sagen muss, im Endeffekt, dass ich ihn heute in der Hand halte, verdanke ich seiner Geißel. Diese Schönheit, die daraus entstehen kann. Dass das Leben also trotzdem schön weitergehen kann. Ein gerader Stock findet doch kaum Beachtung. Aber ein solches Gewächs findet dann Beachtung. Ja, weil es eben was Besonderes erlebt hat, weil es was Besonderes mitgemacht hat und weil es trotzdem nicht aufgegeben hat. Das ist für mich für mich persönlich auch ein Vorbild, so weiterzumachen. Es bleibt zwar haften, das Problem, aber es ist nicht mehr so, nicht so immanent, nicht so deutlich mehr. Und irgendwann verliert sich das.